Also wenn mir jemand gesagt hätte, dass Tom und ich mal zusammen auf der Uhr mindestens 4 Stunden lang Faces of Evil Fratzen des Bösen, falls ihr das nur im Deutschen kennt. Fratzen des Bösen. Fratzen der Bösen? Des Bösen. Das fühlt sich sehr komisch an, was aber auch sehr komisch ist, dass wir mittlerweile wirklich Progress haben in diesem Spiel. Ich würde sagen, wir haben jetzt so die Hälfte der Karte locker aufgedeckt. Wir sind mittendrin. Wir haben nur 2 neue Gebiete beim letzten Mal freigeschaltet. Serigon und das Schiffbruch hier. Wo wir noch überhaupt nicht drin waren. Da waren wir noch gar nicht drin. Wir haben jetzt die Quest, also wir haben eine Flasche gefunden, wo wir jetzt gerade noch nicht so sicher sind. Wir können ja mal sagen, ne? Firestonesee, fertig. Firestonesee ist fertig. Das hier ist ja quasi auch fertig. Da gibt es halt nur das Buch, das wir brauchen für den Typen ganz am Ende. Aber das haben wir ja noch nicht. Ja. Hier haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles gemacht. Genau, da gibt es nichts mehr. Da gibt es nichts mehr. Hier gibt es noch den Boss. Ja. Hier sind wir auch fertig, bin ich der Meinung. Da sind wir fertig. Hier sind wir jetzt auch fertig. Außer, dass es da diesen Brunnen gibt, wo wir die Theorie haben, dass wir da Lebenswasser in unsere Flasche machen können, was vielleicht eine Heilung wäre. Das könnten wir, wollen wir das direkt mal ausprobieren? Ansonsten gibt es auf jeden Fall jetzt noch die 2 neuen Gebiete. Ja. Und halt den einen Boss, wo wir aber nicht wissen, wie es weitergeht. Und da waren wir jetzt aber auch durch, ne? Bei Firestonesee sind wir fertig. Da ist nichts mehr. Ja. Cool, weil das war ein Scheiß-Level. Ja. Cool. Dann, die Level sind alle nicht Bombe, aber sie sind relativ übersichtlich. Komm, wir fangen mal mit einem neuen Level an. Na gut, okay. Schiffbruch oder wollen wir hier in den, da was ist, auch ich, immer das ich, ist? Ehrlich gesagt, also Feuer nervt, ich würde Schiffbruch, dass wir noch was anderes sind. Das klingt aber so, als wäre das viel Jumping. Na, das wird ja gar kein Problem sein. Holy shit, okay. Ja. Oh, der steht auch genau so, dass er mich trifft. Ich frage mich, ob man da rein kann in einem Schiff. Ist das eine Tür, wo man rein kann? Okay, verschlossen. Es ist eine Tür, in die wir rein können, aber wir brauchen erstmal einen Schlüssel. Also es ist erstaunlich, wie sie jedes Mal Musik nehmen, die überhaupt nicht passt. Nee. Das ist schon fast eine Kunst. Darauf designt, möglichst unpassend. Können wir uns auch hochschmeißen, interessant. Ja, aber zum Glück nur in ihrem einen Winkel da. Okay, das ist überschaubar. Nervt, aber ist überschaubar. Das ist schon easy. Dann bin ich mal gespannt, was in dem. Wie der mich noch. Der mir das so in den Hintern schmeißt. Ich würde sagen Geister. Geister, ja. Ja. Piraten? Piratengeister? Oder ein. Eine, kommt die denn jetzt her, diese. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst vor der Sequenz. Mein Held, würdest du über diese kleine Spalte springen und die Ketten meines Vaters zerschlagen? Bitte, Link, hab ein Herz. Ketten meines Vaters zerschlagen? Oh. Hat sie uns ein Herz gegeben? What? Weil sie uns geknutscht hat. Ihre Liebe? Ja. Hat uns ein Herz gegeben? Alter, 5 Herzen. Das ist deutlich mehr als vorher, aber welche Spalte? Ach, da geht's raus vielleicht. Dadurch dieses Loch in der Wand. Oh mein Gott, du hast recht, das hätte ich jetzt übersehen. Hätte ich jetzt eiskalt übersehen, Mats. Da sollen wir drüber springen? Never. Okay, da ist er aber, da ist, okay. Ein langer Fall, das war. Holy shit, wie soll man denn da drüber springen? Das sieht nicht schaffbar aus, oder? Man ist gar kein Problem. Okay, vielleicht doch. Vielleicht gibt es irgendwie ein Item? Ja, Pegasus-Stiefel oder so? Ich bin auch gerade. Wahrscheinlich würden sie sagen: Ah, den Pegasus-Stiefeln, da sind so Flügel dran, das bedeutet, dass man höher springen kann. Aber allein ein Herz ist schon ein Traum gerade. Also, das hat sich schon mega gelohnt, hier zuerst hinzugehen. Nee, da brauchen wir ein Item. Ich bin mir halt nicht so sicher. Vielleicht ist es auch einfach so ein Pixel. Ich meine, man kommt hier schnell hin. Ja, ich probiere das schon nochmal. Du hast recht, wir kommen da relativ easy hin. Dass sie uns einfach random ein Herz gegeben hat, ist gerade, überfordert mich total. Es wirkte sehr random, wenn wir überlegen, wie viel wir arbeiten mussten. Ja, ja, wie lange wir keine Herzen gekriegt haben, ja. Das heißt, sie, es gibt sie, quasi, sie doch überhaupt. Was sagt sie denn jetzt? Mein Held, würdest du über diese kleine Spalte springen und die Ketten meines Vaters. Vielleicht heilt sie einen dann. Also ich glaube fast, wir brauchen ein Item. Weil das sieht auch alles so aus. Also, ja. Hm. Aber ich weiß, was du meinst. Es sieht dann doch irgendwie.
Das ist halt das Ding, wenn man erst rechts erwischt, bevor man oben erwischt. Vor allem, dass sie es nicht nur das machen mit der Spalte, so, sondern dann auch sagen, hier sind übrigens noch 10 Flugsaurier. Ja. Und dass sie auch sagen, okay, du fällst jetzt und du siehst quasi, das ist eigentlich gar nicht so, das sieht so, als müsste er eigentlich schon. Glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Es gibt ja auch keinen, was er überhaupt für ein Dude ja, ist da unten. Aber es sieht aus wie ein Schmied, als ob wir da unseren Dings upgraden können. Ein Schild oder so, ja. Auch wir machen einfach. Von da oben. Mit Anlauf. Ach so, dass du da durchschießen kannst. Durchschießen kannst, ja. Nee, da wüsste ich jetzt gar nicht. Vielleicht kriegt man ja irgendwo, weil wir haben ja diese Flasche und irgendwo gibt es einen Trank, der uns dann... Oder wir kriegen irgendwo ein Brett von irgendeiner Figur und dann machen wir da irgendwas drüber. Wir probieren jetzt mal das hier. Okay, ich hasse es jetzt schon. Ich hasse brennende Wolken, das sieht alles ganz furchtbar aus. Es ist natürlich, es ist eine Eiswelt. Ergibt doch total Sinn. Und guck mal, da brauchen wir jetzt Feuer. Wirklich? Schön, dass wir ein bisschen 18 immerhin haben. Es ist eine Eiswelt. Das ist sehr lustig. Okay, aber immerhin kriegen wir jetzt ein paar Schneebälle. Vor allem, das ist ja auch das, was wir so am Ende des Vulkans freigeschaltet haben. Hör mal auf, das hat mich noch getroffen, natürlich. Oh, wirklich, ist das ein Labyrinth? Oh! Was ist das denn? Na, noch eine Flasche. Aber da ist ja schon was drin. Oh, also wenn das auch Lebenswasser ist, kommen wir überhaupt hoch? Seile. Nee, Gott, geht okay. Kannst du deine Flasche mal ausrüsten? Das da auffüllen? Hat's! Ach ja. Okay. Das heißt, das ist jetzt eine Heilung, aber das ist kein Item, was man einsammelt, sondern es ist einfach nur... Zum Auffüllen. Das erinnert mich total an Castlevania gerade, Super Castlevania. Ja, es sieht aus wie Holy Water. Ja. Ist es ja auch irgendwie ein bisschen. Nee, das haben wir sehr andere Funktionen als in Castlevania. Okay, aber das hilft uns jetzt auch tatsächlich ein ordentliches Stück, weil jetzt haben wir zumindest, wenn es irgendwo mal so richtig scheiß Situationen sind, haben wir eine Möglichkeit zumindest sich einmal, wenn das... das sieht mir aber aus wie ein Eisdiamant. Wahrscheinlich brauchen wir die 4, um ins Endlevel irgendwie zu kommen. Gar nicht uns Tür aufzumachen. Wie extrem willkürlich das alles ist. Es ist super willkürlich. Vor allem werden wir gerade zugeschissen mit Items. Eiskristall, ja. Standard-Eiskristall? Ja. Okay. Das merkwürdig, Mann. Das ist alles merkwürdig. Es wirkt jetzt aber auch gerade so, als hätten sie irgendwie gemerkt, wir haben ja auch ganz viele Items, die wir irgendwie verstecken müssen. Ja, komm, in der einen Höhle das, in der anderen das. Und wir haben auch diese coole Techno-Musik. Da springen wir das Ding gleich auf. Ja, einfach alles rund. Nee, da muss man von der anderen Seite, glaube ich. Kann das sein? Wann muss ich denn von einer bestimmten Seite springen? Keine Ahnung, von der Schwachseite. Ich kann nur eine Bombe gleichzeitig machen. Hä? What? Soll ich mal den Krafthandschuh ausprobieren? Ja. Das ist einfach random. Braucht man da einen anderen Gegenstand? Das muss ein Fehler gewesen sein. Die haben einfach irgendwie das Falsche. Das war kein Fehler, die sind einfach... Aber wieso Scheiße. Ist denn ein... Wir haben eine Gun, Tom. Ja, ich weiß, Mats, ich weiß. Ich I know. Das ist ja noch nicht mal ein Rätsel, das ist einfach nur Verarsche. I know. Ach, schön, dass die genau auf Augenhöhe schmeißen, statt so, dass ich es blocken kann. Ich muss springen, um zu blocken. What? Wer bist du denn? Die Eiskönigin? Bevor du dem Erzfeind Ganon entgegentreten kannst, musst du die Festung Zentrum erobern. Dort ist der Schatz des Todes versteckt. Bring ihn mir, ich warte. Okay. Hatten wir nicht irgendwo auch jemanden, der gesagt hat, ich erfriere? Ja, ja. Haben wir mit der nicht irgendwas gemacht? Mit der kann man nichts machen. Naja, aber wir haben jetzt einen Feuerdiamant. Oh, meinst du, das ist ein Hinweis dafür? Die das war direkt am Anfang. Die war direkt am Anfang. Weil... Alter, Mats, das wäre ein Big Brain Move, oder? Wenn das jetzt wirklich... Wenn das jetzt was ist. Weil das war die hier unten. Ja.
Die ich ja logischerweise nicht nochmal angesprochen habe, weil ich ja dachte, brauche ich nicht. Gut, ich werde dich einfach umbringen. Hilfe! Ganon hat die Quelle eingefroren. Ich erstarre zu Eis. Nee, er hat die Quelle eingefroren. Aber wo ist denn die Quelle, die eingefroren ist? Haben wir die schon irgendwo gesehen? Weil ich kann mir echt vorstellen, dass wir da den... Ja, das ist sehr merkwürdig. Ganon ist hat die Quelle eingefroren. Ganon hat die Quelle eingefroren. Gab es hier irgendwo was, eine Quelle, eine eingefrorene? Also die nehme ich gerade richtig auseinander. Ja, ist ja egal. Das wird spektakulär, Tom. Ich weiß ja nie, welches Item ich ja am besten ausruhen sollte. Ich sollte aber mal... Jetzt wäre tatsächlich ein Punkt, wo man mal die Laterne ausrüsten könnte. Ganon hat die Quelle eingefroren. Sachen kaufen. Naja gut, also wir haben jetzt... Was haben wir denn jetzt? Sie hat von der Festung gesprochen. Sie hat uns irgendein Bild gemalt von irgendeiner Festung, aber... Ach so, das ist ein neues Gebiet haben wir jetzt. Oh, wirklich? Ja. Wir haben ein neues Gebiet. Wir haben die Spalte, über die wir noch nicht drüber kommen. Wir haben die Eisfrau. Ich glaube, die... Also die jetzt, die gerade gesagt hat, Ganon... Sie sagte, wir sollen doch wieder zu ihr zurück, oder? Nee, ich meine jetzt die, wo wir gerade eben waren. Ach so, die gesagt ja, hat, Ganon hat die Quelle eingefroren, weil ich glaube, da geht auch noch irgendwas. Ich weiß aber gar nicht, von welcher Quelle sie redet. Gab es in dem Level irgendwo eine Quelle? Nee. Gar keine Ahnung. Vielleicht ist sie ja auch wirklich nur so ein, das Schlimme, das passiert in unserer Welt. Ja. Weil sie hat ja nicht gesagt, sie hat ja nicht gesagt, dass sie etwas braucht. Nee, das stimmt. Wie cool, dass wir 5 Herzen haben. Das ist wirklich gut. Und dass wir ein Lebenswasser haben. Und ein Lebenswasser haben wir auch, genau. Und gerade sehr kleine Level, habe ich das Gefühl. Ja, zumindest welche, bei denen man sehr schnell an Punkte kommt, wo man denkt, hä? Ja. Weil in der Eishöhle haben wir doch garantiert auch noch nicht alles, was es da drin gab. In der Eishöhle? Wo wir gerade waren. Bei der Frau. Ja, genau. Weil da habe ich ja dann da drauf gedrückt für das neue den neuen Ort. Ja, aber stimmt. Ich weiß ja nicht, was da drin noch so ist. Also wir könnten hier noch weiter erkunden oder wir könnten in die Festung. Aber ich würde erstmal sicher zu gehen. Weil nach ganz links kamen wir nur zu der Frau. Ich weiß halt nicht, ob es noch andere Sachen gibt. Ach so, ja. Nee, ich glaube, da ging es nur in die Höhle. Es kann sein, ich will es nur noch mal. Weil da waren wir überall. Waren wir auch in der Höhle hier rechts? Ja, doch, da waren wir, da haben wir, glaube ich, die... Nee, ich glaube, du hast recht. Das wirkte auf mich, glaube ich, einfach größer, als es ist. Aber nee, hier kommt ja nichts mehr. Nee. Wir waren ja da überall. Ich würde auch sagen, dann da sind wir durch. Zur Festung gehen. Gucken wir uns die mal an. Aber das ist ja die, wo wir dann... Was auch immer die Frau da haben wollte. Ich hab's ein bisschen. Oh, da sind sie wieder. Halten ganz schön mal aus. Die halten wirklich was aus. Oh no. Powerhandschuh? Oh, soll ich mal? Ja, mach mal. What? Kampf auf Augenhöhe. Was soll denn das? Ja, ich glaube, für die sind Bomben dann doch die bessere Lösung. Ja, also auf jeden Fall. Ist er raufspringen, rüber springen? Nee. Ist das alles merkwürdig? Die Bomben killen die halt einmal mit aber einem Schlag. Aber das gibt jetzt auch ein paar Rubine, das ist ganz gut. Ja, die braucht man dann halt auch wieder für die Bomben. Kriegst du da Schaden von diesen Fallen? Ja, 100%ig. Ja. Cool. Wenn du schon diese Frage anfangen musst, kriegst du da alles. Ja. What? Ritter! Ach, das ist ja. Da ist ein Totenschädel. What? So, es ist von der Festung. Oh Gott. Okay, die muss man sprengen. Das hast du aus Versehen richtig gemacht. Hab ich? Okay, Bomben. Bomben mit ist hier. Oh, okay, pass auf, da fällt was runter da rechts. Ach, dass man die gleichzeitig treffen kann, ist wirklich der größte Mist. Vor allen Dingen frisst das jetzt richtig Bomben hier. Also, es gibt auch Rubine. Ja, aber die droppen 5 Rubine dafür, dass sie 20 kosten. Ja. True. Also fast. Das ist eine Rechnung, die nicht aufgeht in unserem Sinne. Und die scheiß Ritter kriegst du nicht mit dem Schwert, die kriegst du auch nur mit Bomben. Hier haben sie so ein schönes Ding eingebaut, dass man seinen Laser möglichst verliert.
Warum? Dass die abprallen können an seinem Schild. Vor allem, dass das auch nur plopp macht, finde ich sehr schön. Ja, dieses Geräusch von den Bomben ist der Hammer. Okay, das Ding ist aber auch weg. Und dass die vor allen Dingen respawnen. Warum? Ich kann halt nur eine Bombe gleichzeitig schmeißen. Beste Laufanimation, die ich je in einem Videospiel gesehen habe, von diesem Ritt an. Kannst du da drüber springen? Ins Gesicht. Nee, die sind viel zu groß. Guck mal, was für einen kleinen puny Sprung ich habe. Stimmt. Das, ich glaube, wir sind hier... Okay, das... Ja. 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 Noch mal eine Bombe geschmissen. Ja. Falls Verfolger kommen. Absolut richtig. Was ist das denn? Was ist denn jetzt? Was soll das denn? Warum ist denn die Musik? Au. Die machen Schaden? Ja. Oh mein Gott, das sind wie so die aber da, Hände, da die einen du wegtragen. Vielleicht einmal Power-Dings machen? Weil das dauert ja sonst ewig jetzt. Haut das die denn alle weg? Ich hoffe. Macht Schaden an allen, aber nicht genug. Also wenn die nicht resettet werden... Ach, Mats. Aber man muss auch sowas mal genießen, um dann wieder zu verstehen, wie weit wir in den letzten Jahren gekommen sind. Wie gut die Zelda-Spiele eigentlich sind. Wie krass. Beschwert euch noch einmal über Tears of the Kingdom, Leute. Okay, die Rubine nimmst du jetzt mit, ne? Aus Prinzip. Na, wenn ich neben denen stehe, ist das ja easy zu... Nee, ich glaube, das ist eine ganze sehr kleine Tür. Was macht er? Schmeißt er? Ich habe auf jeden Fall Angst vor ihm. Ich weiß gar nicht, was er da macht. Du kannst ein Seil auch einfach nehmen, ne? Theoretisch. Er macht gar nichts. Aber er gibt einen blauen. Ein blauer war... 10, glaube ich. Oder 15. Macht nichts, ne? Beschwere ich mich jetzt nicht drüber. Ah, er macht doch was. Okay. Er kennt das aber gar nicht, was er machen soll. Gut, dass sie mir ins Gesicht gehen, aber ja. Ich scheinbar nicht. Gott, bin ich froh, dass wir 5 Herzen haben, ne? Die 5 Herzen sind einfach mega. Oh, holy shit. Ja, natürlich! Ja, schon. Aber dann nimm noch ein Seil und kletter da rechts hoch. Okay, die bleiben weg. Das ist... Ja, Seil, wo? Na, wenn du jetzt da, wo der rechts war... Da, hier? Dann, ja. Oh, du hast recht. Richtig gut, Mats. Dann kannst du richtig die beiden auch gut umgehen. Oder machst die platt von daraus. Nee, ich mach ja gar nichts. Ich mach ja gar nichts mehr. So, 2 Wege, links und rechts. Gehen wir mal links lang zuerst. Weil wir heißen ja Link. Sehr gut. What? Quatsch. Was bist du denn da oben? Ach, der trifft dich gerade. Er trifft dich vor allen Dingen. Auch, ja. Okay, sehr gut. Ja, aber was mache ich jetzt hier oben? Egal, wir gucken mal. Okay, die ist verschlossen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich so links erst in die andere. Ja. Haben wir einfach. Oder nee, da ging es noch weiter. Gehst ich glaube, ich konnte da rechts einfach lang gehen. Ich will aber trotzdem mal gucken, was jetzt in der anderen Tür ist. Ist überhaupt eine Tür? Doch. Und da sah es ja auch aus, als ob es eigentlich noch weiter hoch ging. Okay, da geht es auf jeden Fall in den Turm. Bist du wieder reingegangen? Ja, ich glaube schon. Aber ich will auch mal was testen. Achso, du willst dich da hoch? Ja. Ja, da ist gar nichts. Ernsthaft? Sieht voll aus wie so ein Secret, ja. Und dann ist da aber nichts. Nein, Link. Diese Menüführung ist einfach auch eine Katastrophe für sich. Ja, dass du halt dich ducken musst, aber dass ja dann auch die Interaktionstaste ist für... Vor allem haben sie ja noch eine Taste. Ja, wir hätten eigentlich noch eine Taste. Oh nein, ich habe so viel... Ich habe da noch 2 Treffer eingesteckt. Oh. Die sehen alle aus, als würden sie nicht in dieses Spiel gehören.
Oh, okay. Hey, Zelda, wach auf! Was? Link, du hast mir das Leben gerettet. Da ist er wieder. Oh nein, Boss. Hä? What? Einfach der nochmal? Ne, den haben wir ja noch nicht einmal besiegt. Oh, haben wir uns einmal hochgeheilt? Jetzt bin ich gespannt, was der Plan ist. Es klingt so, als würde Schaden machen, aber ich... Und unsere Rubine. Ich will das einfach mal ausprobieren. Was? Nee. Das ist das... Feuer mit Feuer, ja. Stellen wir jetzt da, sind wir wieder ganz raus, ne? Ja. Wie wieder einfach random Zelda und dann ist es gar nicht Zelda. Das ist auch wieder, also ich sag mal so, da scheint sich ein aktuelles Zelda ein bisschen dran orientiert zu haben, sage ich mal. Dann frage ich mich, ob wir da einen Schlüssel bekommen für die Tür auf der anderen Seite. Ja, kann sein, aber wir können ihn ja gerade nicht besiegen. Dass wir den nicht besiegen können, wurmt mich. Mich auch. Also es wirkt so, als müsste man, als würde uns irgendein Item fehlen. So, wir haben jetzt noch mal ein bisschen beraten und gefarmt und nachgeguckt und Mats hat tatsächlich mal... Ich habe nicht viel gelesen. Aber wir wollten mal in Erfahrung bringen, wie man diese scheiß Magier platt macht. Und Mats hat das in Erfahrung gebracht. Es war, also... Und wir waren kurz davor. Wir waren kurz davor, das selber rauszufinden. Das ärgert mich am meisten von dem, was du jetzt rausgefunden hast. Also ich sage es euch noch nicht, aber es ist ein Item, was wir schon haben und wo ich sagen würde... Ich glaube, du kannst es schon sagen. Ich weiß, es kann ja auch sein, dass dieser Boxflug kaputt ist, aber man soll einfach Feuer auf ihn schmeißen, 4-mal ihn mit Feuerbällen treffen. Dann geht er wohl dahin und wir haben ihn ja zweimal in diesem Spiel, wo wir ihn besiegen müssen. Deswegen weiß ich nicht... Also es kann natürlich sein, dass er zweimal gegen was verschieden ist. Das habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe nur geguckt, wie man ihn im Schloss besiegt. Und ich habe jetzt daraus geschlossen, dass wahrscheinlich das auch hier funktioniert. Er selber schießt ja mit Feuer. Mats hat schon beim letzten Versuch gesagt, wollen wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das gesagt habe. Aber wenn du das... Naja, weil ich wollte das mal ausprobieren und dann bin ich gestorben, bevor ich es ausprobieren konnte. Deswegen ärgert mich so, dass wir so kurz davor waren, das quasi rauszufinden. Ja, aber es ist so random, da hätte ich mich auch nicht gut gefühlt. Also selbst wenn wir es selber rausgefunden hätten, Es erscheint mir sehr random. Es ist halt keine richtige Leistung, finde ich, sondern es ist einfach nur ausprobieren. Nee, genau, du probierst alles aus, was du hast und eins von denen funktioniert. Ja, und das ist nicht gut, das fühlt sich nie gut an. Nee. Also es fühlt sich gut an, weil man es dann geschafft hat, ja, aber es ist nicht so... Weil eigentlich ist ja das, was uns das Spiel bisher beigebracht hat, war ja, oh, die Leute hier in der Lavawelt sind gegen Eis anfällig. Und hier ist und mit Schneebällen Item, ja. Haben wir ihn schon beschmissen und... Andererseits hätten wir eigentlich in dem Moment, wo wir einen Stein mit dem Powerglove explodieren haben lassen, hätten wir schon... drauf kommen können, dass es jetzt einfach ein bisschen wilder wird. Ja, das stimmt. Also es ist nicht so, als hätte uns das Spiel sehr gut nicht gewarnt. So. Jetzt kommt nochmal wieder der ganz große Spaß. Ja, bla bla. Genau. An was erinnern mich diese Kristalle? An welches Spiel? Welche Kristalle? Die im Menü sind, den Feuer, Diamant und Dings. An was erinnert ihr mich? An Goof Troop. Goof Troop? Goof Troop, die Diamanten, die man da einsammelt. Wollte ich dir an der Stelle... Oh Gott. Manchmal drehe ich mich, also manchmal klappt das Umdrehen nicht. Das ist ganz merkwürdig. Ja, das glaube ich dir tatsächlich. Mich erinnern sie, kennst du die Kristalle oder Teile der Schätze aus DuckTales? Ja, auch gut. So, Feuer auswählen vielleicht. Ja, da macht er auch Schaden. Ja, so hätten wir es. Ja. Du kannst mich nicht töten! Nein! Nein! Oh. Mehrere von denen? Oder der Tochter ist an der anderen Stelle einfach auch nicht mehr auf. Noch ein Leben. Oh! Jawohl! Und eine Glocke? Glocke. Keinen Magen, nicht die Glocke des, sondern einfach die Glocke. Glöckchen. Die können wir auch auswählen. Verbraucht wahrscheinlich. Okay, es hat 5 Rubine gekostet. Aber was hat's gemacht? Wissen ich habe gar keine Ahnung, was es gemacht hat, Mats. Wir müssen uns merken, dass wir eine Glocke haben, wo auch immer wir sie benutzen. Sie hat auch kein Glockengeräusch gemacht.
Harlekin. Aber wir kommen jetzt in den Harlekin-Bazaar, natürlich. Wir sollten aber erst ins Schloss gehen, oder? Ja, ich will jetzt wissen, ob wir den da auch noch platt machen können. Was macht denn eine Glocke? Sie lockt, wo wir bei Goofstube waren, da lockst du Leute an? Ach nee, ich brauche ja Bomben. Ich meine, ein paar habe ich noch. Und hier kriegen wir ganz gut Kohle. Oh, gleiche Geschwindigkeit. Er kann nicht runterfahren, unmöglich. Okay, er hat aufgegeben. Ein bisschen Glumanda sind die schon, ne? Fliegende Glumanda sehr wegen der Farbe. Naja, also auch das Gesicht und so. Oder so die Schnauze, also ich hab da schon... Ja. Hat sich der oben gerade getroffen oder war es ein Stein? Nee, nee, das war ein Stein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh! Komm schon! Peng! There we go. Das ist natürlich befriedigend. Kannst du die manchmal... Also manchmal hast du das Gefühl, du kannst sie explodieren lassen. Nee, 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 so, das ist... Okay. Die explodieren einfach in einer Zeit. Ey, dass wir jetzt 6 Herzen haben, ist ein großes, großes, großes Glücksgefühl. Ja, da hat es dann tatsächlich die gleiche... Oh, das ist... Oh, schade, dass das den nicht mehr getroffen hat. Die gleiche Dynamik wie die anderen Zelda-Spiele auch. Zelda ist ja am Anfang irgendwie immer leichter als am Ende. Weil du einfach so viel verwundbarer bist mit deinen ist drei leichter Herzchen. Als am Ende? Ja, am Ende sind die Zelda-Spiele... Meinst du schwerer? Ach, du meinst schwerer. Ach so, ja. Ja, ja, okay, am Anfang... Okay. Ach, ja, also am Anfang ist es schwerer als am Ende. Ja, sorry. Ich dachte, es ist... Ich hab mich... Seit wann spawnt der denn da? Keine Ahnung. Aber der ist scheiße da. Ja, so ist auch. Bombe ist halt weg. Ja, das ist ärgerlich. So, sorry. Die Dinger müssen... Oh. Post. Haben wir, Alter, Lampenmüll auch bei dir. Was machen denn die Glocken? Warum ist das ein Item? Macht ja auch nichts. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht die Gegner freest. Stimmt, du kannst dich da in der Mitte hochziehen. Oh! Damn! Oh, crap. Achso, da kamen die Skelette, ne? Nee, die sind nicht mehr da. Die sind nicht mehr da. Das ist ja merkwürdig. I mean, I don't even... Macht das hier sehr viel angenehm. Oh. Okay. So, war der jetzt links, rechts? Links war, links. Nee, rechts war doch der Typ. Wenn ich jetzt hier nach links und dann da hoch. Da war doch der Typ. Ja, ja. Okay. Boah. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, stimmt. Oh Gott! Ah. Also überrascht war davon jetzt keiner hier. Wo bin ich jetzt wieder draußen? Durch die Gitterstäbe durch. Ja, das ist natürlich lustig. Ich dachte, ich komme nicht mehr durch. Hier rein so, und jetzt spam. Ist die Frage. Na, wenn ich spamme, bin ich sofort wieder draußen. Deswegen, ich muss erstmal Platz machen. Dann. Du kannst mich nicht töten! Nein! Oh. Kann ihn scheinbar wirklich nicht töten. Nee. Kristall der Reflexion. Geh mal ganz kurz ins Menü. Okay. Okay, das sind offensichtlich sammelnde Kristalle. Das ist alles so random. Ganons Lager. Okay, offensichtlich geht's jetzt relativ... Aber da brauchen wir dann die ganzen Kristalle? Ja, vielleicht sind's ja nur 3. Und wir haben ja auch noch den Harlekin-Bazaar. Gibt's ja auch noch. Aber das war's dann eigentlich fast, ne? Also ich glaube, viel mehr Gegenden werden wir hier nicht freischalten. Da links dieses Gesicht. Geht's da auch noch vielleicht hin zu dem da? Stimmt, da waren wir noch nicht bei einem... Aber es scheint ja auch nicht die klassische Boss-Struktur zu haben. Also ich glaube, das funktioniert ja nicht so. Weil wir hatten ja jetzt nur einmal den gleichen Boss. Na, und den Drachen halt. Den man nicht töten kann, der zweimal sagt, du kannst mich nicht töten. Und dann konnte ihn erst wirklich nicht töten. Ja, okay. Ich glaube aber die Folge... Nee, jawohl, wir könnten... Also zumindest den Bazaar würde ich mir vielleicht noch angucken. Okay, Harlekin-Bazaar. Und ich meine, es gab auch immer noch bei der Festung die linke Seite. Hat nicht auch die... wir haben doch jetzt diesen Kristall bekommen. Hat nicht die Frostlady gesagt, bringt den hier zurück? Oh ja, stimmt, den sollen wir ihr bringen. Du hast recht. Ja, dann machen wir das doch vielleicht erstmal. Also das hier sieht hervorragend aus. Ganz toll. Ich freue mich jetzt schon. Vielleicht ist es ja wirklich ein Bazaar. Aber können wir uns vor allen Dingen bei der Frostlady auch nochmal unser Lebenswasser auffüllen, wenn wir eh in dem Level sind? Ja, falls nicht das CDI... Danach nicht gespeichert. Das schafft er. Ich glaube, es klingt da, als ob da gar nichts passiert, Mann.
Nee. Ich glaube, du musst einfach wirklich ab und zu mal auf und wieder zu. Genau, ein bisschen anders hinlegen. So. Und irgendwann hat er Lust. Siehst du? Irgendwann sagt er, okay, du hast gewonnen. Okay. Ich dachte auch gerade, das Spiel lädt einfach nicht mehr. Oh no, es ist alles verflucht. Die ganze Scheiße mit alter Technik ist verflucht. Es gibt, also wirklich, das Einzige, was du immer benutzen kannst, ist der Gameboy. Aber das war's. Gameboy geht nicht kaputt. Oh, außer man setzt sich drauf, so wie ich auf meinen Gameboy Pocket. Ja, das ist schlecht. So, die Frage ist jetzt da tatsächlich, Speicherstand 2 hast du das letzte Mal gespeichert, ne? Ja. Und wie gesagt, ich glaube, es war kurz bevor wir die zwei Bosse gemacht haben. Ich habe danach auf jeden Fall nicht nochmal, weil wir haben das ja hier ja, noch ja, nicht. Ja, das stimmt. Und den Harlequin-Bazaar haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Okay, das heißt... Also das müsst ihr euch ja jetzt nicht nochmal angucken, aber wir machen diese zwei Bosse nochmal. So, wir haben jetzt nochmal die zwei Bosse besiegt. Bevor wir jetzt aber hier weitergehen, will ich einmal... Eigentlich ist ein Boss. Naja, ja, aber wir haben ja davor noch den anderen. Aber es ist der gleiche Typ, deswegen... Es ist alles... Oh Gott, die wieder vorstehen, ist ja gemein. Aber es lief sehr gut. Wenn man weiß, wie... Ja, wenn man weiß, wie, kommt man da ganz gut... kommt man da ganz gut durch. So, weil hier gab es ja noch die eine Stelle mit dem Schlüssel. Weil die Tür da ist verschlossen. Und mich hat einfach nur gewundert, dass man hier lang kann. Aha, genau deswegen. Oh, verstehe. Das wird ja dann, denke ich mal, nur ein Bonus sein. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass das Leute sind, die nur einen Hit brauchen. Nee, die sehen nicht so aus. Aber vielleicht sind wir auch mittlerweile einfach sehr stark. So, was erwartet uns jetzt hier? Oh mein Gott. Oh, da kannst du leben, Wasser. Es ist eigentlich totaler Quatsch. Es sei denn... Nee, der bringt uns gar nichts. Ist die Frage, ob wir jetzt hier... Na gut, du machst. Ja? Naja, weil das nur unsere Energie auffüllt. Ja, aber ich will es trotzdem haben. Okay. Es ist ja kein... Du meinst, weil wir es nicht mitnehmen können? Genau, weil es da nichts weiter macht und wir hatten schon aufgefüllt. Stimmt, unsere Flasche ist ja noch aufgefüllt. Ja. Weil es ja der andere Safe ist. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Aber ich meine, hier kann man theoretisch richtig gut Geld farmen. Ich kann mich immer heilen mit jedem Schlag. Also wenn jetzt noch mehr kommen. Die spawnen halt nicht ewig. Na gut, okay. Aber ich wollte einfach wissen, was das ist. Sehr gut, sehr gut. Hätte ja auch was Cooles sein können. Ist ja auch eigentlich was Cooles, also... Jetzt nicht so, dass das scheiße ist oder so, aber wir brauchen es einfach gerade nicht. Scheiße ist übertrieben. Eher dafür da, dass man das vor dem Boss macht. Ja. Und dann sagen kann, ah, okay, ich habe jetzt hier. Aber meine, also was jetzt ja, also wir haben jetzt wieder alles, das Einzige, was jetzt natürlich sein kann, und ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, hoffen wir mal, dass das CDI jetzt mitspielt und dass die Software da nicht broken ist oder sowas. Dass wir konstant bei dem einen Ding abstürzen? Das wäre aber sehr, sehr merkwürdig. Würde ich jetzt mal behaupten. Sehr merkwürdig, ja. Jetzt ist es da oben. Stimmt. Spawnt ist es rechts unten. Das haben die extra einprogrammiert, dass das dann woanders ist? So. So, dann können wir nämlich das ja auch nochmal abspeichern und sind dann wirklich an der Stelle, wo wir vorher waren. Wo ist er uns denn abgesackt? Ach nee, er ist uns ja als wir den Bazar betreten wollten, ist er uns abgekackt. Als wir beim Bazar zurück wollten. Stimmt, richtig. Wir wollten nicht zum... Was wollten wir denn dann machen? Wir wollten vom Bazar zur Eiskönigin. Wir wollten der Eiskönigin den Kristall geben. Genau. Das machen wir. Die Eiskönigin ist natürlich in den Wolken vom Vulkan. Der Eiswelt. In der Eiswelt, ja. Ja. Logisch. Und wir brauchen Feuer. Als ob das keinen Sinn ergibt. Haben wir noch genug Feuer? Wir haben nur noch 4 Feuer, Tom. Das wird... Ich glaube, für unsere Zwecke hier wird es reichen, aber... Wir können jetzt halt noch, man kann jetzt tatsächlich ein bisschen rücksichtsloser sein, weil diese Leben doch schon ordentlich was ausmachen. Ja, doppelt so viel wie vorher einfach. Wo war sie denn? Sie war ganz links. Da war das. Ach stimmt, da an der, wo der Stein gewettet werden musste. Easy. Ja. Konnte es hier dunkel werden? Ich glaube nicht, das war nur so... Die sehen aus, als hätten die so... Okay, es kommt mit irgendwann. So Football-Spieler an Super Mario World erinnern die mich. Die Affen? Ja. Ja, voll. An die Dings. Ich weiß sofort, was du meinst. Nee, ich wollte kein Schnee werfen. Obwohl, man weiß nicht. Schnee mit Schnee bekämpfen? Ja, der Logik des Spiels nach wäre das nicht komplett abwegig.
So. So, liebe Dame. Gut. Come on. Dieser Schild beschützt dich vor Speer und Schwert, ist bei bösem Fluch jedoch nichts wert. Bei Fluch mit dem Kristall zu deinem Glück wirft er den Fluch in doppelter Stärke zurück. Also, hä? Wait, what? Nimm mal den Kristall noch, der 50er. Ah! Warte mal, was hat sie gesagt? Der ist uns bei Fluch ist er nichts wert. Wir können ihn ja auch nicht wechseln. Das heißt, er ist besser. Und irgendwas wirft er zurück. Fluch. Ein Fluch wirft er doppelt so stark zurück. Das heißt, bei. Nee, also. Ja, hat sie das nicht gesagt? Ich dachte, sie hat gesagt, gegen Schild und Speer, aber gegen Fluch bringt es uns nichts. Und irgendwas wirft es zurück, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Abspeicher. Okay, aber das heißt, wir haben einen neuen Schild. Wir haben zwei Gebiete, in die wir jetzt rein können. Wir haben immer noch ein Buch, das wir theoretisch brauchen. Stimmt, das man Buch, muss, aber es klingt auch wie eine Sidequest. Man muss gesagt. Mental sehr viel mitarbeiten, ja. Wie oft ich jetzt da drauf drücken muss. Oh, aber für heute soll es das erstmal gewesen sein, weil ich brauche eine Pause. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dass das Ding jetzt, keine Ahnung, 4-5 Stunden am Stück lief. So warm und er ist uns. Ja, wird jetzt nicht kochend heiß, aber man merkt schon, der muss ein bisschen arbeiten. Das ist ein Class 1 Laser Product. Aber es ist auch wirklich ein Class 1 Philips CDI 1. Holy shit. Dass wir das mal machen, dass wir dieses Spiel dann auch so weit spielen, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Naja, also es wirkt jetzt so, als wären wir im letzten Drittel. Weil so viel ist hier. Kann doch nicht mehr kommen. Es sind zwei Gebiete. Also komm, wir machen mal einen Tease. Wir teasen mal noch, wie Garnons Lager aussieht. Ja, das ist falls gut. Das CDI mitmacht. Sieht aus wie ein Model Combat Stage. Ja. So Sand. Also, das unter anderem erwartet euch beim nächsten Mal. Hä? Oh, und irgendwas Unsichtbares ist da. Da fehlt uns irgendein Item. Nee, da war einfach ein unsichtbarer Gegner. Ja, okay, Tom, das erwartet dich das nächste Mal. Ich freue mich sehr. Unsichtbare Gegner ist immer eine super Idee. Gerade bei diesem Spiel. Schön. Dann herzlichen Dank für euer Dabeisein bei diesem doch, ich möchte sagen, wilden Experiment. Mhm. Und was ja auch noch schön ist, wir haben ja noch zwei Spiele nach diesem Spiel. Und ja, weiß, machen wir aber mal drei Sternchen dran. Ich weiß zumindest bei einem dieser beiden Spiele, dass das qualitativ sehr in dieser Richtung unterwegs sein wird. Ja, das hier ist ja zumindest spielbar, ne? Also man kommt ja irgendwie durch. Aber ja, naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.